Nö. Zombie-TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark. Oder Allein im Dunkeln. Wir machen weiter. Wir haben uns ja zuletzt mit diesem komischen Rätsel hier beschäftigt. Gar nicht so leicht. Ich hatte aber jetzt gesehen, nachdem ich hier nochmal diese Fäulnisbilder angeguckt habe, dass hier Namen draufstehen. Und diese Namen sind hier mit drauf. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Und zwar geht es da um die drei. Also Franklin Mosig in der Mitte. Nora, Keith, wie auch immer, in Nummer 4. Und William Ages Nummer 2. So, habe ich die richtig vorgelesen? Nora, Franklin, Agnes. Agnes. William. Okay. Also 294. So. Hier haben wir aber auf dem Schreibtisch bei dem Zahlenrätsel Sternzeichen drauf. So, danach hatten wir ja noch den Hinweis, dass wir hier im Inventar überholte. Achso, das brauchen wir nicht mehr, heißt das. Okay. So, was war denn jetzt der Brief? Mit da. Und jetzt können wir hier die Zahlen einsetzen. 1, dann ist das hier die 12 wahrscheinlich. 2. Das heißt, das hier müsste das erste Symbol sein, oder? Ein Fisch. Ne, hier so, keine Ahnung. Also das Symbol, dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dieser komische Bogen. Also das. Zwei, drei, vier. Stier? Ne, das hier müsste ja Wassermann wahrscheinlich sein. Keine Ahnung, was danach kommt. Weiß ich. Das hier könnte Widder sein. Zwillinge. Oh, schwierig, ne? Schwierig. Also, ich würde das mal ausprobieren. Also, das Symbol, dann das und dann das hier. Wenn die denn überhaupt da drauf sind. Was ist das hier? Gar nicht so leicht zu merken. Nee, das ist es nicht. Ah, das wäre ja die 2 hier eigentlich. Das Symbol finde ich jetzt hier aber gar nicht auf dem Schloss, oder? Doch, das hier, oder? Das? Das. Oh. Ich muss noch mal in das Infobuch gucken. Sorry. Stier. Stier. Ein Bogen mit einem Strich drunter. Wohl doch was falsch gemacht. Vielleicht stimmt die Reihenfolge nicht. Moment. Dieser William ist der Erste. Die 2.
2, Franklin. 2, 9, 4. Das heißt, hier muss der Stier hin. Und hier muss das Symbol hin. Jawohl! Eieiei. Zerbrochene Scheibe. Okay. Alter, ich hab nur 2 Schuss. Was? Wow. Das kann auf jeden Fall nicht gut sein, da lang zu laufen. Einfach rennen. Oh. Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal, oder? Alles wieder normal. Kommt hier das Stück rein? Jo. Nein. Nein, ich gehe da nicht nochmal lang. Vergiss es. Mache ich nicht. So, das haben wir gemacht. Die tat sich schwer damit zu verstehen. Ruhe. Okay, hier sind wir dran. Und dann sollen wir einmal noch in den Heizkessel, also in den Keller nochmal. Und untersuche den Brunnen im Küchengarten. Küchengarten. Welchen Brunnen? Das da? War das der Brunnen hier? Rätsel. Achso. Ich glaube, wir sind da noch gar nicht lang gegangen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was hier ist. Ich brauche den Schlüssel. Okay, gar nichts. Schön. Ich will Monomunition haben, bitte. Und vielleicht von mir aus noch eine Shotgun oder so. Wenn wir... Können wir hier rausgehen? Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Okay. Karte. Wir sind jetzt hier. Veranda. Könnten... Hier ist auch nochmal ein Rätsel. Moment. Überhaupt nicht unheimlich die Tür. Was haben wir denn hier für ein Rätsel? Der Tresor, ist das Rätsel oder was? Ne, das ist das hier. Ne, verschlossene Tür.
Das Rätsel ist der Tresor. Hier ist auch noch eine Tür daneben, ne? Ja. Hm. Haben wir da vielleicht auch schon was bekommen für das? Ja, okay. Dann gehen wir zum Brunnen, würde ich sagen. So einmal sowieso komplett ums Haus rum, beziehungsweise raus. Könnten mal gucken, ob die Tür hier offen geht. Ich brauche den Schlüssel. Habe ich schon mal gehört. So, da drüben ist der Brunnen. Haben wir hier noch nicht? Bibliothek? Ne, hier waren wir wirklich noch nicht drin. Die Bibliothek. Schon wieder irgendwie ekelhafte Geräusche her. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. Der Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrainsee. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Hinweis ist, aber okay. Das alles? Das hier ist Salonzimmer. Oh. Ja. Ja. Mach auf. Okay. Mit der Klappe können. Was muss ich machen? Ich will das Ding haben. Verflucht. Eine schöne, fette Shotgun. Wird sie sogar noch mal erklärt. Ist das dieselbe? Ja, das ist eine Double Barrel. Doppelläufige Schrotflinte. Was ist das da? Ist fest verkeilt. Mhm. Alte Kekse. Und hier hat jemand Solitär gespielt. Hm. Jesus, nicht schon wieder. Jetzt nicht so, als würde sich das irgendwie komisch anhören. Okay. Knacken. Aber warum wechselt das jetzt so oft hin und her? Lol. Jetzt ist es schon weg. Was zur Hölle ist hier los? Aber wirklich jetzt hier, was ist hier los, ey? Alle bescheuert, oder?
Ist das der Brunnen? Na, wenn das keine Leiche ist, dann weiß ich aber auch nicht. Hm. Ach so. Ja, Wasser aufdrehen. Ja, klar. Ah, sicher. So, was ist hier mit dem Toten? Ach so. Eine mumifizierte Katze? Oh. Das sah aus wie ein Hosenbein, oder? Das müssen wir bestimmt hier rein. Jawohl. Mach das offen. Okay. So, das basteln wir einfach da dran. Zack. So, jetzt müssen wir nur das Wasser aufdrehen. Irgendwo. Hä? So, da geht der Schlauch weiter. Da. Easy going. Das war nicht so schwer. Zerbrochene Scheibe. Ist das auch eine mit dunkler Verbrennungsspur? Das heißt, die kommt auch in die Uhr. Wechselt bestimmt gleich nochmal irgendwie. Doch nicht? Okay. Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? So, jetzt bringen wir das auch nach oben. Und da sollten wir das Rätsel doch eigentlich erledigt haben. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Hm? Ach so. Ah. Die Teile müssen ja richtig sein. Hä? Dazu hatte ich etwas im Kollektanenbuch gelesen. Ah. So. Richtig. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Hm.
6, 3, 4. Verstehe ich nicht. Ach so. Wo ist denn die Markierung? Ich muss das mit meinem so rumdrehen hier. Was hatte ich gesagt? Moment. 634. Drei, vier, habe ich doch. Oder 3, 4, 6. Auch nicht. Hä? Drei, vier, sechs? Bin wieder zu blöd für so ein doofes Rätsel hier. Weil die Zeiger ist auf 3, auf 4 und auf 6 stehen geblieben. Das ist nur 9. Nee. Okay, Moment, ich versuche nochmal was anderes. Das sind das auch die großen Scheiben dementsprechend. Das heißt, hier muss die 6 rein. Ha! Die Scheibengröße sind die Scheibengröße auch von diesem Talisman. Das ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor vor Jeremys Zimmer. Scheint alles wieder normal zu sein. Hat sich irgendwas verändert? Da ist ein Bild. Emily ist hier. Hinweis. Emily ist da. Emily ist da. Hört sich gar nicht creepy an. What the fuck?
Ich habe es geschafft. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Ich habe es geschafft, ja, als... Ganz klar, das war mein Ziel. Das wollte ich so. Gebt mir doch einfach Munition, Leute. Mai 1923, Montag. Alles gut. Bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Ha. Nichts. Ja. Fühle ich mich da auch gleich wieder ein bisschen sicherer. Nochmal zwei. Und nochmal. Noch mehr. Noch mehr. Nee. Ich habe Munition. Ich bin glücklich. Ich brauche den Schlüssel. Schon wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Fernseher? Ah ne, ist ein Fenster. So. Sind hier irgendwelche Monster? Ich hab Kugeln. Kann ich allen ein paar Headshots verpassen. Stein zum Werfen. Wir müssen hier lang. Abgeschlossen. Kann er nicht hoch, okay. Ich wollte nochmal die Taschenlampe anmachen hier. Hä? V. Das ist die für da drüben, glaube ich. Was war das hier? Ist das ein Pornoheft hier? So, können wir jetzt entriegeln. Und jetzt wollen einfach. Jetzt gehen wir wieder in das Haus rein und machen da die hintere Tür auf. Tada! Bisschen mehr Munition vielleicht. Ah, die Hintergrundkulisse von dem Spiel ist auch schon echt gut, ne? Ja, das andere ist nicht so kaputt. Okay. Jetzt haben wir hier aber nichts. Nochmal ein Getränk. Was ist das?
Brückenhebel. Ah. Hab es. Ich wusste ja, dass ich den brauche, den Brückenhebel. Doch ganz klar. Können wir hier runterspringen? Was gluckert hier so rum? Wow. Auch interessant. Ich wusste gar nicht, ob man sowas nochmal abfackeln kann dadurch. Es hat geklappt. Ja, warum sollte das denn nicht klappen? Hä? Auf. Ja, komm schon. Da oben musst du. Auch wieder nichts drin. Nochmal Schnapsflasche. Ist schon voll. Könnten uns ja wahrscheinlich einmal heilen. Würde ich sagen, oder? Brauchen wir nicht. Wir sind nicht verletzt. Ey, nein, 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 da war doch noch was zu sehen. Vollidiot. Na, Hauptsache erstmal den Hut aufheben, ne? Ganz wichtig. Knarre, Knarre, Knarre. Wo ist mein Fadenkreuz? Hat mich angekotzt. Okay, zwei Häusle. Noch zum Durchforsten. Was soll ich denn damit? Kannst du einem eine paddeln? Jawohl, genau das will ich sehen. Noch mehr davon, bitte. Sehr schön. Okay. Noch mehr Munition und nochmal. Boing. Hat jetzt eigentlich an eine Schaufel gedacht zum Ausbuddeln, aber nun gut. Aber hier sind irgendwie ganz schön viele
Nahkampfwaffen, ne? War das nicht ein Ziegelstein, der da irgendwo liegen müsste? Eigentlich hatte ich erwartet, dass das verbrennt und tot ist. Stattdessen, ja nö, ist noch ein bisschen Feuer, ich grab mich wieder ein. Ja nee, mache ich auch immer so. Sieht eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. So. Klopp ist kaputt, diesen Lurch. So. Neuen Spaten mit hier, Moment. Weil der ist schon kaputt oder hier so ein Rohr. Und dann jocken wir hier einfach rüber. Zack. Ich bin der Terminator. Ist noch so eins von diesen Viechern. Noch so ein Penner drin. Oh, der schläft. Klopp euch einfach kaputt. Spart Munition. Es wäre cooler, wenn man den Molotov-Cocktail vielleicht irgendwie nochmal mitnehmen könnte, so als Side-Weapon, wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber gut, können wir nicht ändern. Okay Leute, die Spielzeit für dieses Video ist vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht hier am Bordwurm. Ich hoffe ihr auch. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht habt, abonniert gerne den Kanal. Macht's gut.